Kennst du das Geheimnis hinter den Entscheidungen eines der erfolgreichsten Trader der Welt? Bist du bereit, in die Tiefen eines Systems einzutauchen, das den Unterschied zwischen einem lukrativen und einem enttäuschenden Trade ausmachen kann? Lerne das Genie hinter dem Elder Impulssystem kennen, lerne aber auch das Elder Impulssystem kennen, die Essenz dieses Systems, seine Stärken und Schwächen und wie du es optimals in deine Trading-Strategie integrieren kannst. Das alles sehen wir uns an. Wie immer gilt aber natürlich der Disclaimer. Den findest du hier, den findest du in der Videobeschreibung. Bitte durchlesen, das alles nur zu Ausbildungszwecken und nicht zum Nachhandeln gedacht und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Und damit schauen wir uns an, was wir in diesem Video alles durchbesprechen werden. Zunächst einmal werde ich dir erzählen, wer Dr. Alexander Elder überhaupt ist, falls du ihn nicht kennst. Wir werden die Komponenten seines Elder-Impulssystems durchbesprechen. Wir werden besprechen, was die Signale bedeuten, wo du sie anwenden kannst, wo allerdings auch die Grenzen dieses Elder-Impulssystems liegen und was zu einem kompletten Trading-System noch fehlt. Auch das sehen wir uns hier in diesem Video an. Schauen wir uns zunächst einmal an, wer eigentlich Dr. Alexander Elder ist. Erstens mal ein professioneller Trader und Aktienexperte. Er ist aus Russland nach Amerika ausgewandert, schon vor langer, langer Zeit und Autor mehrerer, ja, Trading-Bestseller oder Legenden unter den Büchern sozusagen wie Come into my Trading Room oder Trading for a Living, und er ist eben der Entwickler des Elder-Impulssystems. Und prinzipiell ist Dr. Alexander Elder jemand, der sagt, eine Kombination aus technischer Analyse und aus Trading-Psychologie, das ist genau das, was jemanden erfolgreich macht, und da kann ich nur zu 100% recht geben. Warum wurde das Elder-Impulssystem eigentlich entwickelt? Naja, um Tradern zu helfen, günstige Handlungsmöglichkeiten auf Basis von Trend und Impuls, und das ist das Wichtige, auf Basis von Trend und Impuls eben zu erkennen und somit ihre Handlungsentscheidungen zu optimieren. Und es ist ein Werkzeug zur Identifizierung von kurzfristigen Preisveränderungen im Kontext des übergeordneten Trends, und das ist immer sehr, sehr wichtig. Das heißt, Dr. Alexander Elder schaut sich nicht nur einen Chart an, den Tageschart, sondern auch den übergeordneten Trend im Wochenchart, und beides muss übereinstimmen. Das sei hier jetzt schon mal gesagt, ich werde dann darauf vielleicht noch mal kurz zurückkommen, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in seinem System. Das heißt, Trade geht er nur ein, wenn sowohl das Wochenchart oder das und auch das Tageschart ein klares Signal gibt, oder das Tageschart und der Stundenchart, also immer ein System, und das übergeordnete Zeit, die übergeordnete Zeitebene ist da eben auch sehr, sehr wichtig. Was sind jetzt die Komponenten dieses Elder-Impulssystems? Da hätten wir zunächst einmal ein ganz, ganz einfaches System mit den 13 Perioden EMA. Ja? Also zum Beispiel den 13-Tages-EMA, wenn du sagst, ich bin im Tageschart unterwegs, oder den 13-Wochen-EMA, wenn du sagst, ich bin im Wochenchart unterwegs. Also EMA, Exponential Moving Average, also der exponentielle gleitende Durchschnitt ist das. Das nutzt auch Alexander Elder zur Trenderkennung. Und auf der anderen Seite das MACD, Histogramm, MACD kennst du sicherlich. Da nur das Histogramm werden wir uns gleich anschauen, eben für den Impuls. Ja, und anschauen ist gleich das richtige Stichwort. Wechseln wir hinüber in die TBS, und du hast hier den Chart von Apple, und ich habe hier schon den EMA geladen. Ich werde den jetzt hier nur noch eine andere Farbe geben, damit du den besser siehst. So, diese gelbe Linie hier, wir machen sie auch ein bisschen dicker, das ist der 13er EMA. Ja, also wenn du hier EMA eingibst, ich zeige es dir noch schnell in TradingView, EMA, dann hast du hier gleitender exponentieller Durchschnitt, dann kommt das auf den Chart, und in den Einstellungen gehst du hier einfach auf Eingaben und sagst Länge hier oben 13. Damit ist das mal erledigt. Und was wir noch dann brauchen, ist der MACD, ja, also MACD, auch hier Moving Average Convergence Divergence, den einfach aufrufen. Ich habe auch das hier schon gemacht, und hier reicht uns das Histogramm. Hier können wir die Standardeinstellungen lassen. Das ist alles gut und es ist alles in Ordnung. Und hier reicht uns im Prinzip das Histogramm. Das heißt, wir können den MACD, die Signallinie, eben ausblenden und haben hier nur das Histogramm. So, das sind die beiden Komponenten. Und Dr. Alexander Elder sagt jetzt, in den Trade ein Einstiegssignal wird generiert, wenn der MACD, das Histogramm im MACD, ansteigt, und wenn der Trade über der 13-Tage-Linie liegt, oder es gibt verschiedene Varianten, wenn der 13-Tage EMA steigt. Ja, hier sind verschiedene Varianten im Spiel, das kann man natürlich auch anpassen. Es gibt auch die Hardcore-Variante, wo es nur gilt, wenn der EMA tatsächlich von den roten, das Histogramm tatsächlich nur von den roten in den grünen Bereich wechselt. Aber im Prinzip, die zwei Dinge müssen gegeben sein. In meinem Fall, der Kurs muss über den 13er
exponentiellen geleiteten Durchschnitt sehen und es muss einen Anstieg im Histogramm geben. Ja, das ist das eine, das wäre ein Long-Signal oder im Short-Signal. Der Kurs muss unter dem 13er EMA liegen und es muss eine, ja, es muss heruntergehen, also das 13, das MACD-Histogramm muss weniger werden, also hier hinuntergehen. Das sind die Voraussetzungen, die hier gegeben sind bei diesem System. Ja, und jetzt schauen wir uns das Elder-Impuls-System an. Du kannst es dir nämlich relativ einfach machen. Du kannst nämlich einen Indikator aufrufen. Auch den zeige ich dir jetzt. Ich habe ihn hier schon reingeladen. Ich lasse das jetzt mal hier alles drinnen. Wir gehen auf Indikatoren und wenn du hier auf Elder-Impulse gehst, dann hast du hier schon Elder-Impuls-System. Da kannst du dir einen aussuchen. Da gibt es wahnsinnig viele. Kannst schauen, welcher für dich der beste ist. Hier gibt es einen von Lazy Bear zum Beispiel. Den kannst du dir reinladen. Ich habe mich hier aber für einen anderen entschieden, nämlich den, der hier als erster kam. Ich zeige es dir nochmal. Elder-Impulse. Und hier Elder-Impuls-System von Astra, bla bla bla. 2679 Likes im Moment, dieser Indikator. So, und den mache ich jetzt mal hier auf und dann siehst du nur eine einzige Änderung am Chart, nämlich, dass sich die Farben der Kerzen ändern. Ja. Was bedeuten die jetzt? Grün, also wenn die Kerze grün ist, dann wie hier zum Beispiel, ist es ein Einstiegssignal. Wenn die Kerze blau ist, wie hier in diesem Bereich zum Beispiel, ich mache es ein bisschen größer, ja, also grün wäre hier jetzt das Einstiegssignal, hier, zack, und blau, das wäre jetzt hier, sehen wir ein neutrales Signal und rot wäre jetzt eben hier das Short-Signal. Ja. So einfach ist das. So, und ich schalte jetzt um auf einen noch besseren Indikator, nämlich auf den Teleskop-Indikator, da hast du keinen Zugriff drauf, aber da können wir uns noch ein paar Dinge besser ansehen. Außer du bist Trade-Helden-Mitglied, dann hast du Zugriff auf diesen Indikator, aber im Prinzip kannst du schon mit diesem Elder-Impuls-Indikator hier arbeiten. Wenn ich jetzt den einschalte vom den Trade-Helden, dann sehe ich hier eindeutig sehr, sehr schön die grünen, die blauen und die roten Kerzen und ich sehe auch noch im Hintergrund, wann denn so ein Impuls gefeuert hätte mit schöner Hintergrundfarbe. Und du kannst das dann kontrollieren, es passt immer dazu, EMA 13, Kurs über EMA 13 und ein ansteigendes Histogramm wäre ein Long-Signal, Kurs unterhalb EMA 13 wie hier und ein absteigendes Histogramm wären dann eben das Short-Signal. Und so kannst du dir das sehr, sehr schön ansehen. So, ich schalte jetzt die hier weg, damit wir uns das ein bisschen besser ansehen können. Und so kannst du das sehr, sehr schön sehen und kannst auch sehen, wenn das feuert, dann ist das schon sehr, sehr gut, das Signal. Und du siehst, man hätte hier vor allem bei Apple sehr schön hier nach oben immer wieder einmal kürzere, einmal längere Abschnitte mitgenommen. Es hätte auch Short ganz gut funktioniert hier. Ja, also hier waren wir schon Short, zack, hätte auch funktioniert. Aber, ganz, ganz wichtig, Dr. Alexander Elder schaut hier immer, immer auf das Wochenchart auch zum Beispiel. Und da müssten wir jetzt auch reinschauen, da müssten wir uns selbiges ansehen. Und dann müsste hier das genau übereinstimmend sein mit dem Tageschart. Und dann wäre das auch in Ordnung. Also man sieht schon, ich kann immer hier kurze Strecken mitnehmen, ich kann auch längere Strecken mitnehmen, klar. Aber es ist etwas, was sehr, sehr interessant ist auf jeden Fall. Wenn dir das Video bisher gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch über dein Abo, falls du den Kanal noch nicht abonniert hast und abonniere auch gern oder klick auch gern auf die Glocke. So, jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Punkte besprechen, nämlich die Marktbedingungen des Elder-Impuls-Systems. Das System funktioniert am besten natürlich in einem klar definierten Aufwärts- und Abwärtstrend. In Seitwärtsmärkten, das muss man auch anmerken, kommt es in zu vielen Fehlsignalen und bei starken Schwankungen im Markt, also diesen Whipsaw-Markt, den du so kennst, da kommt es ebenfalls zu vielen, vielen Fehlsignalen. Das heißt, da muss man natürlich aufpassen. Wenn ich jetzt hier bei Apple schaue, dann habe ich hier natürlich einen klar definierten Aufwärtstrend nach oben. Hier funktioniert es sehr, sehr gut. Hier hätten wir jetzt so ein bisschen einen Whipsaw-Markt. Man muss halt auch immer schauen, wie funktioniert das Ganze und wie kann ich das Ganze dann mir im Detail ansehen. Ja, und deswegen haben wir hier bei den Trade-Helden auch immer das Ganze als Backtest, zum Beispiel hier mit den Optionen drinnen. Ja, ich kann jetzt hier wieder das Elder-Impuls-System einstellen, da muss ich jetzt hier umstellen. Ich schalte den Trend aus und das Momentum auf den Elder-Impuls-System. Du siehst, du kannst hier wahnsinnig viel traden und dann sehe ich hier sehr, sehr schnell, wo wären die Einstiege bei den Eröffnungen gewesen. Ich kann mich hier mit dem Basispreis spielen und kann sagen, ich lege den Basispreis nur 2,5% weg und nicht 5%.
und ich trade nur in einer Richtung, zum Beispiel nur Long, und dann wird mir hier ganz klar gesagt, was hier die Trefferquote jeweils wäre für diese Optionen und ob das Sinn gemacht hätte in der Vergangenheit oder eher nicht. Ja, natürlich kann ich auch die Laufzeit einstellen und vieles, vieles mehr. Ich kann sagen, Verfall ist der nächste Freitag schon, dann hätten wir hier wieder andere Ergebnisse. Und ich kann mir das hier sehr, sehr schön am Chart ansehen. Du siehst hier immer, die komplett durchgezogenen Linien wären Winner-Trades gewesen, das hier und das hier wären Loser-Trades gewesen. Also ich sehe sehr, sehr schnell, rentiert sich das, und wenn man sich das jetzt hier anschaut, dann sehen wir, dass bei Apple eigentlich sehr, sehr häufig ein Short-Call, ein Short-Put funktioniert hätte. Ja, und wenn ich jetzt da hinzuklicke hier und sage, ich gehe in beide Richtungen, dann sehe ich natürlich auch, oder gehe mal nur Short, machen wir nur Short, das ist vielleicht auch interessant, nur Short, und lassen uns das anzeigen, dauert immer ein bisschen, bis das berechnet wird, dann sehen wir das halt in diesem Aufwärtstrend, dass relativ häufig, wenn hier diese punktierten Linien gekommen wären, nicht funktioniert hätte. Also das muss man sich hier immer sehr, sehr schön ansehen. Also das Elder-Impulssystem funktioniert am besten eben im Aufwärts- und im Abwärtsmarkt. Meine Empfehlung ist, nutze das Elder-Impulssystem immer in Kombination mit anderen Indikatoren. Ja, Beispiel RSI, Bollinger Bänder, Parabolic, SAR, Fibonacci Retracements, Unterstützungen, Widerstände. Schau dir das ganz genau an, denn wenn zwei da übereinander kommen, das Elder-Impulssystem, das sozusagen den Einstiegsimpuls gibt, und dann noch ein anderer, der dir ebenfalls ein Einstiegssignal gibt, dann ist das nochmal besser und nochmal cooler. Ausstiegsszenario hat Dr. Elder übrigens nie gegeben. Da muss man sich dann ein wenig spielen mit Chancen-Risiko-Verhältnis und vieles mehr. Das ist natürlich auch wichtig. Man kann sehr, sehr tolle Strategien darauf aufsetzen, aber man muss eben extrem auf sein Money-Management aufpassen. Deswegen ist es mit Optionen halt super zu traden, das Elder-Impulssystem. Und man kann damit sehr, sehr gute und sehr, sehr tolle Gewinne machen, wenn man auf das Money-Management schaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich natürlich auch ein Ausstiegsszenario zurechtlegt. Money Management ist auch das Stichwort. Hier findest du ein Video, wie du genau dieses beachtest und dann das Money Management mit dem Elder Impulssystem und einem weiteren Indikator zu kombinieren. Das ist das, was absolut am besten ist. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Erfolg beim Trading. Mach's gut, genieß ihn. Ciao, ciao.